So Leute, jetzt machen wir weiter mit dem zweiten Teil meiner Jahreshighlights aus dem Jahr 2016 und machen wir weiter mit einem Autor, der mir durch seine zwei Bücher sehr ans Herz gewachsen ist. Er hat auch schon ein neues Buch rausgebracht, das muss ich unbedingt lesen. Und zwar geht es um Matt Haig, einmal mit Ich und die Menschen. Ja, hier geht es halt um einen Alien quasi, der auf die Welt, der in die Welt kommt, der einen Menschen spielt sozusagen. Und ja, es geht einfach um uns Menschen quasi. Hier steht auch, in diesem Buch geht es darum, was es bedeutet, ein Mensch zu sein. Mit anderen Worten, in diesem Buch geht es um dich. Um all das Katastrophale, Sterbliche, Wunderbare, das dich ausmacht. Und ich finde, damit ist es eigentlich auch schon gesagt, um was es in diesem Buch geht. Es geht wirklich um die Menschen, um unsere Gefühle, um unser Verhalten, um einfach alles. Und ich fand das Buch große Klasse und es hat einfach für mich sehr, sehr viel rübergebracht. Sei es einfach uns Menschen, wie wir manchmal sein können. Oder sei es einfach auch, dass man sich verändert und es hat einfach für mich große Klasse, dieses Buch. Es hat so viel rübergebracht. Ich kann es jedem empfehlen. Ich fand am Anfang den Schreibstil etwas komisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber als ich einmal drin war, fand ich es einfach nur noch große Klasse und es war einfach total super. Und ich fand es auch sehr cool, dass dieser Alien quasi uns Menschen, ja, wir sind für die eine total hässliche Spezies und die können gar nicht verstehen, warum wir handeln, wie wir handeln und ja. Ich fand es große Klasse und kann es euch nur empfehlen. Dann ein weiteres Buch von Matt Haig, nämlich Ziemlich gute Gründe am Leben zu bleiben. Dieses Buch habe ich ja schon sehr oft in den Himmel gelobt. Das ist quasi, man könnte sagen, eine Biografie von Matt Haig, also den Autor von Ich und die Menschen. Und ja, ihr seht ja hier, der junge Mann steht an einer Klippe, denn Matt Haig hat Depressionen, er ist depressiv und darüber berichtet er in dem Buch, wie es dazu gekommen ist, wie sich das alles ausgebreitet hat und letztendlich auch, wie er dagegen angekämpft hat, wer ihm dadurch geholfen hat, wie man ihm dadurch geholfen hat. Es ist ein super Buch, sei es für Leute, die selbst depressiv sind oder an Depressionen erkrankt sind, die das einfach mal lesen und dass sie sich vor Augen führen, dass sie damit nicht alleine sind. Oder sei es auch einfach für Angehörige von solchen Menschen, die einfach vielleicht mal mehr über diese Gefühle eines Depressiven erfahren. Ich fand es große Klasse, es hat mir total gut gefallen. Ich kann auch dieses Buch nur empfehlen. Es ist einfach Hammer. Also ich habe echt dieses Jahr Bücher gelesen, die einfach kaum noch zu übertreffen sind, sei es New Adult Bücher, sei es Fantasy, sei es Liebesgeschichten, sei es so Real-Life-Sachen wie Ziemlich gute Gründe am Leben zu bleiben. Es waren einfach total herzergreifende und tolle und lustige Geschichten dabei, die ich euch einfach nicht vorenthalten will. Deswegen wollte ich diese Videos auch drehen. Und ja, kommen wir zur nächsten Reihe. Ich halte jetzt hier den vierten Teil auch stellvertretend für die ganze Reihe hoch. Nämlich Rockstars küsst man nicht. Es geht nämlich um diese Rockstar- bzw. die Stage-Dive-Reihe von Kylie Scott. Hier geht es halt um die Stage-Dive-Band und jeder dieser Bandmitglieder wird in einem dieser Bücher behandelt und ja, es ist halt New Adult, also sehr heiß, sexy, aber trotzdem sehr lustig, manchmal ein bisschen unrealistisch, aber manchmal auch nicht, also es war wirklich sehr, sehr toll. Ich werde euch dazu meine und Gabis Reihenrezension in der Infobox verlinken. Wir haben diese Bücher nämlich zusammengelesen im Jahr 2016 und ja, ganz klasse Reihe. Kann ich jedem New Adult Fan empfehlen oder auch jedem New Adult Einsteiger. Dann auch wieder ein sehr emotionenbeladenes Buch. Das hat mich komplett aus den Socken gehauen. Ich habe noch Tage danach darüber nachgedacht und es war eine Achterbahn der Gefühle. Es hat einen hochgebracht, aber dann hat es einen wieder runtergeschmettert und dann habe ich mir gedacht, nein, das kann jetzt nicht passieren. Und ich war innerlich so geschockt, als würde gerade irgendwas in meinem Leben total passieren, obwohl es nur ein Buch war. Und ich rede von Verliebt in Mr. Daniels von Brittany C. Cherry. Ich kann nicht mehr reden, Leute, das geht gar nicht klar. Von Brittany C. Cherry. Und dieses Buch wurde von sehr vielen Menschen in den Himmel gelobt. Und ich finde, es ist völlig berechtigt. Verliebt in Mr. Daniels. Hier geht es halt um, wie hieß sie nochmal? Oh Gott, das ist natürlich wieder peinlich.
Ashlyn, was ich finde ein wunderschöner Name ist. Hier geht es um Ashlyn. Ja, und hinten steht halt drauf, dass Ashlyn sich quasi in ihren Lehrer verliebt. Und das tut sie auch. Aber es geht wirklich um so viel mehr als um das. Es geht um, ja, um alles andere drumherum. Und es geht einfach um Schicksal und es geht einfach um so viel. Und wenn ich wieder drüber nachdenke, dann zieht es mich wieder vollkommen mit. Und es war wirklich ein super, super, super schönes Buch. Und ich kann es einfach jedem empfehlen. Es ist eine tolle Liebesgeschichte. Ja. Es ist einfach, ihr merkt schon, ich bin total sprachlos, weil ich es einfach so klasse fand. Dann ein weiteres Buch, was mich auch noch Tage danach zum Nachdenken angeregt hat. Ich war erst diesem Buch so, also ich habe mich total auf das Buch gefreut, habe es gelesen, aber ich habe auch länger für dieses Buch gebraucht, weil es war erst ein bisschen ungewohnt für mich. Und auch sehr, sehr erdrückend, muss ich sagen. Also für mich persönlich jedenfalls. Und zwar geht es um Love Letters to the Dead. Und ja, hier geht es um Laurel. Und Laurel bekommt im Unterricht, Englischunterricht, die Aufgabe, dass sie einen Brief an eine verstorbene Persönlichkeit schreiben sollen. Und das macht sie auch. Sie schreibt an Kurt Cobain, der Lieblingssänger ihrer verstorbenen Schwester ist. Und ja, es bleibt nicht bei diesem einen Brief, den Laurel schreibt. Sie fängt plötzlich an, mit diesen toten Persönlichkeiten, ja, ihr Leben zu teilen. Sie teilt diesen Persönlichkeiten alles mit, warum sie sie so schätzt, warum sie, ja, einfach alles, was sie in ihrem Leben macht. Und ja, auch über den Tod ihrer Schwester, der vielleicht, ja, doch nicht so zu sein scheint, wie man vielleicht am Anfang gedacht hat. Und für mich, es war ein unglaublich bedrückendes Buch. Es hat mich teilweise richtig heruntergezogen, weil es mich so traurig gemacht hat. Aber auch nur auf eine schöne Art und Weise, weil Laurel auch mit so tollen und tiefgehenden Worten über ihre Schwester schreibt. Und ja, ich habe mich halt auch oft gefragt, wie würde ich über Menschen schreiben, die aus meinem Leben verstorben sind, oder wie würden Menschen eventuell über mich schreiben? Und es hat einfach an ganz, ganz vielen Stellen zum Nachdenken angeregt. Und ja, ich kann euch nur empfehlen, dieses Buch zu lesen. Ich weiß auch, dass dieses Buch ein sehr, sehr gehyptes Buch ist. Und deswegen ist es einfach ein wahrer Schatz. Es macht zwar sehr traurig, also mich hat es sehr traurig gemacht. Und es war auch sehr bedrückend. Deswegen habe ich dem auch so einen kleinen Sternabzug gegeben, weil es wirklich sehr krass für mich war. Vielleicht hat es mich auch einfach ein bisschen zu sehr mitgezogen. Oder ich war einfach vielleicht sehr emotional in dieser Zeit, als ich gelesen habe. Aber ich kann es euch nur empfehlen. Ich liebe es. Dann kommen wir jetzt noch zu einem Buch, was ich ziemlich am Anfang des Jahres gelesen hat. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber kennt ihr das, wenn ihr bestimmte Bücher zu einer bestimmten Zeit in eurem Leben schreibt, dass sie für euch dann umso schöner sind? Also für mich ist es so. Und ein Buch ist nämlich dieses Mein Herz wird dich finden. Dieses Buch habe ich zu einer wundervollen Zeit geschenkt bekommen und auch in einer wundervollen Zeit gelesen. Und für mich hat es das umso toller gemacht. Und ja, hier geht es um die liebe Mia. Und Mia verliert ihren Freund, der stirbt nämlich. Und ja, er spendet aber sein Herz quasi, beziehungsweise seine Eltern spenden das Herz. Und Mia, beziehungsweise die spenden mehr als sein Herz. Die spenden halt die Organe von ihm, die gesunden, die zu gebrauchen sind. Aber Mia kann sich nicht so richtig mit dem Tod ihres Freundes abfinden. Und ja, nimmt so gesehen Kontakt mit allen Leuten auf, die die Spenderorgane ihres Freundes bekommen haben, und bekommt auch von allen Menschen eine Antwort, außer von demjenigen, der das Herz von ihrem Freund bekommen hat. Und ja, weil sie das irgendwie nicht loslässt, macht sie sich auf die Suche nach diesem Jungen. Und eigentlich möchte sie gar nicht richtig in Kontakt mit ihm treten, aber irgendwie passiert das dann doch. Und ja, Noah ist plötzlich in ihrem Leben. Irgendwie verlieben die beiden sich ineinander, aber ja, Noah darf eigentlich nicht wissen, warum Mia ihn aufgesucht hat. Aber wie es am Ende dann ist, das müsst ihr selbst herausfinden. Ich fand das Buch große Klasse. Ich fand es sehr schön geschrieben. Mir haben die Charaktere sehr gut gefallen. Mir hat die Entwicklung, vor allem auch die Mia gemacht hat, sehr, sehr gut gefallen. Und ich fand es auch sehr schön, dass am Anfang jedes Kapitels etwas über das Herz geschrieben war. Also quasi so ein Fakt übers Herz, also so zum Beispiel medizinische Fakten oder sowas, und das fand ich sehr, sehr klasse, das hat mir sehr gut gefallen und deswegen hat es auch 5 Sterne von mir bekommen.
Dann ein weiteres Buch, das ich, wie ich gerade sagte, zu einer ganz besonderen Zeit gelesen wurde, nämlich Calendar Girl. Das habe ich in meinem Urlaub gelesen. Calendar Girl halte ich auch hoch, stellvertretend für die ganze Reihe, die ich klasse finde. Und ja, hier geht es um Mia Saunders und ja, Mia Saunders Vater liegt im Koma, weil er wurde quasi von einer Schlägergang ins Koma geprügelt, weil er diesen Geld schuldet und diese Schlägergang, ja, der Anführer davon ist quasi der Ex-Freund von Mia. Und dieser Ex-Freund will aber trotzdem das Geld von Mia zurück und deswegen steigt Mia in den Escort-Service ihrer Tante ein. Und ja, da hat sie halt jeden Monat einen neuen Mann, für den sie einen Job quasi erledigen muss. Entweder sie ist Model oder irgendwie sowas oder sie muss irgendwas schauspielern oder sie muss sich für die Freundin ausgeben. Und es ist ein ganz tolles Buch und deswegen sind ja auch die Monate drauf. Und ich finde auch, dass Mia auch in dieser Geschichte, also im Laufe der Bücher, eine super tolle Entwicklung durchgemacht hat. Und ich fand es große Klasse. Es ist, ob es New Adult oder schon Erotik ist, das kann ich jetzt so nicht sagen, weil es ist schon krasseres New Adult, das muss man schon sagen. Also man könnte es vielleicht schon in leichte Erotik reintun, ich weiß es nicht. Da bin ich jetzt nicht so der Fachexperte für, aber ja, das kann ich euch nur sagen. Und das letzte Buch aus meinen Jahreshighlights 2016 steht auch stellvertretend für die Reihe, nämlich Wie sollte es anders sein, von meiner Göttin Jennifer L. Armentrout mit Dark Elements. Dark Elements finde ich ganz toll. Ich möchte gar nicht viel zum Inhalt sagen, denn es gibt nicht viel zum Inhalt zu sagen. Es geht halt um Layla, um Ross und um Zane, um Dämonen und ja, um das alles. Und das war einfach eine tolle Reihe. Ich mochte den ersten Teil unglaublich gerne. Den zweiten Teil fand ich auch klasse. Also eigentlich waren alle Teile klasse. Und wenn ihr Jennifer Armentrout noch nicht kennt, dann solltet ihr auf jeden Fall Dark Elements lesen von ihr, genauso wie ihr Obsidian von ihr lesen solltet. Das sind wirklich klasse Reihen, die ich euch absolut empfehlen kann. Und ja, das war's mit meinen Jahreshighlights aus dem Jahr 2016. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, was eure Jahreshighlights im Jahr 2016 waren. Vielleicht kenne ich davon ja was noch nicht und werde es dann im Jahr 2017 lesen und am Ende des Jahres 2017 für euch vorstellen. Und ja, ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns in meinem nächsten Video wieder. Tschüss!